Eine Übung, die möchte ich, und da sind wir wieder beim Thema Anwendung und nicht nur Lesen. Ich möchte euch bitten, und da habt ihr mit Sicherheit 5 Minuten noch Zeit, wenn das Webinar durch ist, wenn ihr euch ausloggt und rausgeht. Macht mal eine Sache. Und ich mache das regelmäßig, wenn ich Vorträge halte, bitte ich das Publikum, ihre Handys rauszunehmen oder ne, Blackberries, was auch immer sie haben, oder aufzustehen und zu einem Kollegen zu gehen oder das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen und dieser Person entweder via Text, WhatsApp, E-Mail, Anruf, Besuch, was auch immer euch da einfällt, zu sagen, was ihr an ihr schätzt und wofür ihr dankbar seid. Und da braucht ihr eigentlich nur 2 Minuten über nachzudenken, welcher Person ihr dankbar seid, der ihr das vielleicht noch gar nicht gesagt habt. Das können die Eltern sein, es können auch gute Freunde sein, bei denen ihr denkt, na gut, die wissen das auch schon, so wie ich das bei der Mensafrau gedacht habe. Und dann überlegen, wofür seid ihr dankbar und das dann in einen kleinen Text verwandeln und dieser Person schicken. Und ich wette mit euch, von denen, die das machen, werden mit Sicherheit 90 oder 95% sehr, sehr schöne Rückmeldungen bekommen oder sogar Antworten bekommen. Vielleicht sogar der eine oder andere, wenn ihr euch traut anzurufen, die schockierte Nachfrage, ist alles in Ordnung mit dir? So im Sinne von, hast du nur noch 6 Monate zu leben und versuchst jetzt alle noch offenen Fäden irgendwie zusammenzusammeln. Also die Menschen sind das nicht gewohnt, Dankbarkeit entgegenzubekommen und so offen, in einer E-Mail oder in einem Text oder vielleicht sogar persönlich. Und es ist ein großer Spaß, das mal auszuprobieren und diese Leute dann, eure Freunde oder wem auch immer ihr das schickt, auf dem falschen Fuß vielleicht sogar zu erwischen und ja, diese Dankbarkeit auch auszusprechen und da vielleicht in leuchtende Augen zu gucken. Macht es bitte, also nehmt euch bitte noch 5 Minuten Zeit, selbst wenn ihr unterwegs seid, einen Text oder eine WhatsApp-Nachricht kann jeder von euch schicken und ich wette und ich verspreche euch, ich will euch fast garantieren, das wird ein schönes Erlebnis werden. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir sind am Ende angekommen.